Moin miteinander und herzlich willkommen zurück bei Pokémon, die Silberne Edition, der finale Part. Ja, lange hat's gedauert, viel haben wir erlebt auf unserer Reise, ein starkes Team zusammengestellt, doch nun wird es alles zu einem hoffentlich glorreichen Ende kommen. Und ich war nicht faul, wie ihr seht, habe ich die Woche genutzt, meinen einen freien Abend in der Woche, um unser Team ein bisschen aufzuhübschen. Styxi, unser Nidoking, hat Donnerschlag gelernt. Ich habe die ganzen Schläge gelernt und habe überlegt, Feuerschlag, Eistieb oder Donnerschlag. Ich habe mich für Donnerschlag entschieden, weil für das, was wir vorhaben, ist es gut, wenn wir Glurak und Turtok effektiv treffen und noch einen kleinen Backup-Plan für die beiden in der Hinterhand haben. Timo, unser Pinsir, trägt das Fokusband, hat anstatt Klammer Kopfnuss gelernt und die Zornklinge, weil ich sie noch hatte, obwohl ich sie nicht nutzen werde. Aber Kopfnuss ist einfach stärker als die Klammer und ich versuche halt Überroller und damit das Relaxo aus dem Spiel zu nehmen. Dafür ist Timo im Team. Furti, unser Xato mit der Flinkklaue und hat endlich Psychokinese gelernt. Tim, unser Aquaner mit zwei Wasserattacken, mag vielleicht ein bisschen Overkill wirken, aber Hydropumpe ist besser als keine Hydropumpe und ich glaube nicht, dass ich den Ruckzuck-Hieb noch brauche. Und falls ich den Ruckzuck-Hieb brauchen sollte, hat Suspensia den Ruckzuck-Hieb für einen Quick-Kill, falls irgendeiner runtergeprügelt wurde und dann ja mit so einer Attacke schnell besiegt werden kann. Außerdem hat Suspensia natürlich den Eisenschweif. Die Attacke trifft relativ schlecht. Aber wenn sie trifft, macht sie Schaden. Und ich wollte einfach mal eine andere Attacke als Flammenwurf bei Suspensia drauf haben. Wobei natürlich Flammenwurf die Prio-Attacke sein wird. Also das wird die Attacke sein, die ich auf jeden Fall nutzen werde, um zum Beispiel Visaflor aus dem Spiel nehmen zu können. Bibi, unser Bluebella, hat Solarstrahl gelernt für Blättertanz. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, weil Solarstrahl eine Runde braucht, um aufzuladen und ich keinen Sonnentag im Team habe. Aber ich dachte mir, vielleicht überlebt sie ja, egal was mir entgegengeschmissen wird, und kann dann einen Solarstrahl raushauen. Sie muss auf jeden Fall einfach Schaden machen. Das ist das Ziel und Mondschein natürlich, um sich wieder hochzuheilen. Das wäre super. Blitz. Ich habe vorhin versucht, ohne Blitz durch die Silberberg zu kommen, aber das, ihr seht gleich selbst, es ist so stockfinster, dass ich es nicht schaffe. Deswegen habe ich sie Zerschneider verlernen lassen, weil sie auch nur eins von zwei Pokémon ist, die Blitz lernen kann in diesem Team. Und ich dachte mir, Zerschneider brauche ich sowieso nicht. Ich brauche Bibi vor allem für den Pflanzentyp. Und deswegen dachte ich, darauf kann ich noch am ehesten verzichten. So, das war das Team. Wie ihr hier seht, haben wir Hypertrank, Top-Tränke und alles Mögliche gekauft. Ich werde auch gleich den Schutz aktivieren. Und dann würde ich sagen, geht's auf ins Finale. Auf in den Silberberg. So, jetzt seht ihr genau, warum ich den Blitz brauche. Ich habe versucht, darauf zu verzichten, aber ich sehe leider nichts so. Ja, nehmen wir den X-Treffer noch mit. Warum nicht? Ich bin total nervös. Ich hoffe, ihr seid genauso nervös, aber auch genauso gespannt auf dieses Finale. Auf diesen großen Kampf gegen Red. Das wird noch. Ich bin gerade wirklich ein bisschen nervös. Das erste Pokémon, mit dem er starten wird, habe ich schon nachgeschaut, ist es Pikachu, Level 82. Deswegen ist auch Styxi mit Erdbeben vorne. Und mit Level 82 hört er auf jeden Fall, Level 70 ist nicht überlevelt. Also ich habe bewusst nicht zu viele Level gemacht. Einmal, weil irgendwann auch der Abend vorbei war, den ich frei hatte. Und das zweite natürlich, ich will es mir auch nicht zu leicht machen. Und ich finde, wenn man einen Kampf verlieren darf, was dann ja unser allererster und einziger Kampf wäre, den wir verloren hätten, ist auf jeden Fall der Kampf gegen Red gerechtfertigt. Oh Mann. Ich bin gespannt. Da geht's schon. Ist hier noch irgendwie ein verstecktes Item? Nein. Okay. Ja, ich mach das jetzt schon wieder. Hier gibt's übrigens Lavitar, das fand ich ziemlich cool, aber das wäre einfach viel zu spät im Spiel gewesen, um es noch hoch zu trainieren, da hätte ich jetzt keine Lust drauf gehabt. Da oben ist er.
möchte gerne noch mal gucken, was, wo man hier hinsurfen kann. Ah ne, brauche ich Cascade, okay. Dann gehen wir da doch nicht mehr hin, weil Cascade habe ich nicht im Team. So, jetzt wird's ernst. Ne, noch nicht, okay. Jetzt wird's ernst. Hier ist er. Der finale Gegner im Team. 46 Parts. Ist okay. 46 Parts. Viele Abenteuer. Viele Kämpfe. Puh. Alle nochmal durchschnauben. Holt ihr noch was zu trinken? Setzt euch gemütlich hin. Es ist soweit. Der Kampf gegen Red. Trainer Rot möchte kämpfen. Oder wie einer, ich glaube, es ist der Ash heißt er in der Serie. Genau, Pikachu ist der Lead, das hatte ich mir schon gedacht. Ah, Level 81, okay. Es kann sein, dass Pikachu schneller ist und irgendwas Fieses hat, aber ich probiere es trotzdem. Nee, ich bin schneller, das ist gut. So, das ist das Einzige, was ich geplant hat von diesem Kampf. Und natürlich das Team aufgestellt, ne? Und es reicht, es reicht, es reicht. Super. Danke, Styxi, damit hast du mir schon mal auf jeden Fall einen großen Dienst erwiesen. Psyana. Oh Gott, auf Psyana habe ich nichts. Das ist das einzige Pokémon, wo ich nichts habe. Und ich glaube, Styxi ist Gift-Typ. Jetzt schauen wir mal kurz. Ich würde versuchen, mit Suspensia und dem Wahnsinns-Spezialangriff vom Flammenwurf oder mit Tim. Styxi könnte mit dem Erdbeben was reißen, aber durch seinen Gift-Typ ist er da leider nicht sehr prädestiniert für, weil er nämlich sehr effektiv getroffen wird. Deswegen würde ich einfach mal Tim nehmen, weil Tim hat mehr Leben. Psyana habe ich ehrlich gesagt überhaupt keinen Gedanken drum gemacht. So, die zwei Evoli-Evolutionen. Und jetzt schauen wir mal, welche Evoli-Evolution stärker ist. Naja, gut. Sie ist natürlich auch drei Level höher. Halt das durch und triff. Dankeschön. Wir haben natürlich Tränke und alles Mögliche in der Hinterhand, aber Tim hat einfach einen brutalen Angriff, Spezialangriff. Aber ich brauche ihn natürlich noch. Also gegen Glurak und was da noch kommt. Kein Crit, kein Crit. Okay. Oh nein, du musst auf jeden Fall jetzt raus, das ist klar. Okay, Psyana, das war's. Puh. 200 Schaden mit zwei Psychokinesen. Das hat echt keine Ahnung. Bisaflor, ja. Das war klar. Suspensia. Level 77. Das ist heftig. Die Frage ist, kann ich es mir erlauben, mit Suspensia einen Hypertrank auf Tim zu machen? Ich bin schneller, das heißt, wenn... Das ist schwer. Heilig oder heilig nicht? Ich heile und hoffe einfach, dass Suspensia, egal was kommt, es überlebt und danach schneller ist. Aber 200, also ich brauche Tim einfach noch und Suspensia muss das jetzt einfach aushalten. Es tut mir leid, aber... Puh. Ja, super! Also nicht super, wenn... Jetzt muss ich einfach schneller sein. Sei schneller. Und Kritte oder was auch immer. Suspensia hat einen guten, du kreuzt die Finger, Suspensia hat einen guten Spezialangriff. Es kann natürlich trotzdem nicht reichen. Ich hoffe einfach, es reicht nicht. Es reicht einfach nicht. Es reicht einfach nicht. So ein Scheißdreck. Überleb den Solarstrahl, bitte Suspensia. Überleb ihn. Und zwar gut. Ja, das ist gut, das ist gut. Okay, okay. Dieser Floor ist aus dem Spiel und Tim hat wieder volle KP. Es sieht gut aus, Jungs, Mädels. Das könnte was werden. Boah, wie viel Erfahrung! Mann, ey, die hätte ich echt haben wollen beim
Turtok, ja, das war klar. Nein, ich hab mich verklebt! Ich hab mich verklebt! Nein. Ich hab nur die Hand abgewischt, weil die so schwitzig war und dann hab ich den B-Knopf gedrückt. Nein! Oh, scheiße. Und Bibi braucht schon eine Runde. Ja, Regentanz ist jetzt scheiße. Das ist jetzt scheiße. Oh nein! Bibi überlebt das. Okay. Das Problem Solarstrahl ist natürlich jetzt geschwächt durch den Regen. Oh, Blizzard! Scheiße! Überleb das bitte, Bibi. Bibi, nein, nein, nein. Ja, und jetzt nicht einfrieren. Ich muss gucken, wo meine Tasten sind. Okay, wegen dem Regentanz. Ich muss den Regentanz ausdauern. Und ich mache noch eine Top-Genesung auf Bibi. Vielleicht habe ich Glück und sie wird nicht eingefroren und der Typ krittet nicht. Oh, ist das spannend! So, jetzt gucken, wo ich meine Finger hinmache, wenn ich die abwische vom Schweiß. 155 Schaden, ja. Blizzard. Geht daneben, geht daneben! Super! So, wenn ich jetzt nicht gekrittet werde und sie trifft. Ah, scheiße, das ist natürlich jetzt hart. Kein Crit, kein Einfrieren. Und nicht so viel Schaden. Ja, nee, das überlebt sie nicht. Das ist scheiße. Das ist einfach scheiße. Ich hätte den Blättertanz drin behalten sollen. Nein, und er ist schneller. Er ist einfach verfuckt nochmal schneller. Entschuldigung. Mist, Turtok hätte ich nicht gedacht. Ich habe mich verklickt. Dieser eine blöde... Ich brauche einer, der schnell ist. Hier, Furti. Und eine Psychokinese. Ach, ihr seht, ich habe auf Psychokinese auch ein AP Plus gemacht, dass ich davon zwei mehr habe, weil das mein Backup-Plan für alles ist. Oh, der überlebt das! Wieso überlebt dieser Blöde? Das ist sauber. Es ist einfach ein Turtok, ne? Der Panzer, den hat er nicht einfach nur zum Spaß. Oh. Okay, okay. Ich hab die Hände wieder von der Tastatur. Ich muss jetzt, okay. Relaxo. Okay, jetzt, das ist eigentlich mein Angstgegner, tatsächlich. Turtok hätte ich nicht gedacht, dass der mir so viel Schwierigkeiten macht. Relaxo ist mein Angstgegner. Weil der nämlich blöde Mistattacken hat. Und ich hoffe jetzt einfach mit dem Überroller... Nein! Scheiße. Timo? Timo? Ja? Jetzt Überroller. Und jetzt weit über die Hälfte Schaden. Es ist halt immer noch ein Relaxo. Ja, okay. Oh, ist das viel Schaden! Überleb den Body Slam und sei schneller. Und triff gleich. So, und jetzt triff. Relaxo ist down. Timo ist natürlich wirklich drauf ausgelegt, sau viel Schaden rauszuhauen. Oh, ich dachte gerade, der eine Punkt geht nicht mal weg. Oh, habt ihr gesehen, wie der sich so, ja, nee, ich überleg's mir nochmal. Uff, nee, Timo geht natürlich jetzt down, das war klar, aber das war auch so geplant. Timo war wirklich nur für Relaxo dabei. Glurak kommt als nächstes. Tim. Nein, und es hört natürlich auf zu regnen. Und triff mit deiner Hydropumpe. Bitte, bitte, bitte. Ja, die trifft. Ich weiß nicht, ob es ein One-Hit wird, aber es ist auf jeden Fall Schaden. Ja! Wieder dieser eine KP, der denkt, nee, ich überleg's mir noch mal. Das war's? Das war's? Wir haben gewonnen!
Ja. Ja, super. Wir haben es geschafft. Wir haben Rot besiegt. Den finalen Kampf in Pokémon Silber geschafft. Das Team war wirklich gut. Das war echt gut abgestimmt auf den jetzt finalen Kampf. Aber wir hatten ja nicht nur diese 6 Pokémon, sondern unser Team war ja viel größer. Und da ich ja eigentlich schon einen Abspann gezeigt habe, dachte ich mir, mache ich über diesen Abspann ein Tribut an unser geniales Pokémon-Team, um alle einfach nochmal auf den Bildschirm zu rufen, einfach nochmal Revue passieren zu lassen, mit welchem coolen Pokémon wir diese Edition geschafft haben. Als erstes war da natürlich Mischugi, unser Tauboss. Mit in der Pokémon-Liga hat es einfach durchgerockt. Suspensia, unser Volnona, haben wir gerade back in action gesehen. Bisasflor hatte keine Chance. Timo, unser Pinsir, gegen Relaxo einen super Job gemacht. Einfach der beste Kamikaze, das beste Kamikaze-Pinsir der Welt. Julinchen, unser Noctu, war kurz im Einsatz, aber immer wenn sie da war, dann hieß es Noctu Action. War cool. MC Jackie, unser Garados, unser rotes Garados, ja. Dann Tim, unser Aquana mit der brutalsten Spezialangriff, den man sich vorstellen kann. Bibi, unser Bluebella. Ist das jetzt schon vorbei? Bibi, unser Bluebella. Ich spiele natürlich jetzt noch irgendwas anderes Schönes ein. Bibi, unser Bluebella. Oh, die Musik, der lenkt mich jetzt gerade total ab. Entschuldigung. Bibi, unser Bluebella, hat gerade gegen Turtok natürlich keinen leichten Stand gehabt durch meinen Missklick, aber trotzdem ganze Arbeit geleistet. Andi, unser Georock. Ganz von Anfang an, ich glaube, das zweite oder das erste Pokémon, das ich gefangen habe, ganz, ganz lange am Anfang des Games, des Spiels dabei, hat uns häufig mal den Hintern gerettet. Neo, unser Burtogel, vor allem gegen Sandra und in der Pokémon-Liga, unersetzlich gewesen. Toto Lotte, unser Sarzenia, bis kurz vorm Game die ganze Zeit dabei gewesen. Ich glaube, das Pokémon, was am längsten bei uns im Team gewesen ist, aber auch zu Recht, es hat durchgerockt. Jule Abel. Unser Jule, natürlich Snobbly Cat, immer gut dabei. Ich in der Pokémon-Liga ein, zwei gute Auftritte gehabt mit dem Biss und dem Spukball. Furti, unser Xatu, gerade eben in Action, hat uns das blöde Turtok vom Hals gehalten. Ganz toll. Blackbird, unser Panzer-Aeron, nur kurz dabei gewesen, aber jedes Mal, wenn es dabei war, war es einfach episch. Kuso, unser Togetic. Ja, ich dachte ja, als ich Kuso Togepi, also Togepi ausgeschlüpft habe und Kuso genannt habe, wir sehen Togepi nicht so häufig und es wird auch nicht so krass, aber als Togetic mitfliegen, mit Psychokinese, einfach episch. Robert, unser Morlord. Ja, Robert, unser Morlord, unser erstes Wasser-Pokémon, ist dann, glaube ich, das erste Mal gegen MC Jackie, als Garados ins Team kam, rausgekommen. Aber bis dahin einfach immer da gewesen, immer die Mauer, auf die man sich verlassen konnte. Domi, unser Dragonier. Leider nie zu einem Dragoran geworden, aber war auf jeden Fall in Kanto lange, lange mit dabei und hat einen echt guten Job geleistet. Ja, Akuni. Unser Ampharos, erinnert ihr euch noch in der Pokémon-Liga? Ja, hätten wir Ampharos nicht gehabt, wir hätten die Pokémon-Liga nicht geschafft. Ganz großen Respekt an dich, Akuni. Und außerdem ist Akuni neben anderen einer, der immer wieder in den Kommentaren schreibt. Da haben wir ja hier
Akuni und Robert hat lange Zeit immer reingeschrieben, Neo natürlich, Michugi immer mal wieder. Das ist echt cool. Also Tim natürlich, also einige, die immer wieder unten in die Kommentare schreiben. Ich hoffe natürlich, dass ihr auch jetzt gleich in die Kommentare schreibt und auch schreibt, wie ihr das Projekt gefunden habt und ob ihr Lust auf mehr hättet. Ich weiß es ja nicht. Wir sind ja noch nicht fertig. Wir haben ein sehr großes Team. Styxi, unser Nidoking, hat uns gerade gegen Pikachu, es sah leicht aus, ne? Und das ist natürlich das Schwerste, wenn du einen Level 61 Pikachu niederrockst und es sieht einfach aus, als wäre es nix. Es kann fies werden, aber nicht mit Styxi. Und last but not least, unser Starter-Pokémon, angefangen mit einem süßen kleinen Feuerriegel, entwickelt über einen Igelava, bis es dann zu einem gewaltigen, furchteinflößenden Tornupto wurde. Unser Tibi! Ja, hier sehen wir sie alle nochmal versammelt. Unser tolles Pokémon-Team. Ein tolles Projekt, neigt sich so mit dem Ende. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen, für die Kommentare, für die Likes, für die manchen Abos, die ich bekommen habe. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, man sieht sich vielleicht bei einem der nächsten Projekte wieder. Ich wünsche euch bis dahin auf jeden Fall eine gute Zeit. Viel Spaß weiterhin mit Pokémon, in welcher Form auch immer. Bis dahin. Ciao.